Heute ist es soweit. Berlin hat sein erstes 5G-Campus-Netz. Mit unserer 5G-Campus-Lösung hier im Basecamp in Berlin zeigen wir nicht nur unsere Expertise im Mobilfunk, wir betreiben und bauen solche Netze jeden Tag, sondern auch, dass wir auf individuelle Anforderungen reagieren können. Insbesondere bei Inhouse-Lösungen gibt es nie einen Aufbau, es ist immer individuell. Sowas schafft man natürlich nicht alleine und darum haben wir uns einen starken Partner gesucht, in diesem Fall die Nokia. Wir werden unser 5G-Netz hier jetzt weiter verbessern, schneller machen, damit wir im neuen Jahr unseren Kunden ein gutes Netz zur Verfügung stellen können, indem sie neue Features, neue Telefone und völlig neue Erlebnisse haben werden. Wir als Telefonica sind wahrscheinlich der Marktführer, was das Thema 5G-Campus-Lösungen angeht. Das ist zumindest das, was uns die Branche widerspiegelt. Wir sind mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, was die Konzeption, den Aufbau und den Betrieb von hochkomplexen Mobilfunknetzen angeht, in der Position, dass wir das auch bestmöglich unseren Kunden als 5G-Campus-Lösungen zur Verfügung stellen können. 5G-Campusnetze werden von der Industrie perspektivisch eingesetzt, um zum einen bestehende Prozesse schneller, präziser zu machen und letztendlich auch Kosten zu sparen. Am Ende wird es aber auch darum gehen, bestehende Prozesse sehr viel flexibler zu machen, zum Beispiel sehr viel variabler Maschinenparks umzukonfigurieren, um sich zum Beispiel auf neue Modelle oder neue Varianten in der Produktion sehr flexibel einstellen zu können. Was uns wichtig ist, 5G näher an den Menschen zu bringen. Das soll Geschäftskunden, kleineren, dem Mittelstand auch die Möglichkeit geben, sich zu überlegen, was ich damit anfangen kann.